Hallihallo, ich mache das jetzt hier auf. Hey Erik und Barnes, das ist euer Paket und ich weiß, das wäre als nächstes dran, aber ich möchte eigentlich super gerne mein Parada-T-Shirt mal anhaben und deswegen mache ich das jetzt erst auf. Also seid mir bitte nicht böse. Lebkuchen aus Nürnberg. Ich hätte nichts dagegen übrigens, wenn es eine Kiste Lebkuchen aus Nürnberg wäre. Ich liebe Lebkuchen. Ich liebe Lebkuchen und ich liebe Marzipan. So, bitte vor dem ersten Tragen waschen, damit die Druckstellen rausgehen. No, dann muss ich es auch noch waschen. Dann schauen wir mal hier. So. Okay. Rechnung, alles gut. Geil. Sehr geil. Ich muss das hier unten zuhalten, denn YouTube hat mir nicht erlaubt, ihr Logo zu benutzen und es wäre da irgendwo. Das war mal so eine Idee, mal eine Darts-Gondel zu machen. Das ist der Darts-Gondel-Pulli. Da ist noch ein Hoodie. Denn der Phil und ich werden das erstmal popularisieren, das Ganze. Erstmal tragen. Von daher haben wir natürlich zwei Sachen. Und dann haben wir noch T-Shirts. Das muss ich mal schauen. YouTube erlaubt mir das nicht, weil das Merchandise ist. Dabei ist das kein Merchandise. Ich möchte es ja selber tragen, dieses Gondel-Shirt. Das ist ja mein. Ich wollte es bei meinem Channel tragen, währenddessen ich Dart spiele. So, das ist ein ziemlich großes T-Shirt, ich würde sagen. Wir haben ein größeres geordert. Das ist das. Die Shirts hat die Soja Attenberger mir gedruckt. Die findet man auf Facebook. Ich zeige euch gleich noch einen Kontakt dazu. So, hier sind wir jetzt auf Bedruckbares 24 auf der Facebook-Seite von Soja, ihrem Druckladen sozusagen. Da sind einige Beispiele von Sachen. Könnt ihr ein bisschen rumschnuppern. Und dann könnt ihr der Soja eine Nachricht senden. Hier steht auch die Telefonnummer, falls ihr Bock habt. Ich bin zufrieden. Und viele andere sind es auch. Und Soja hat auch öfter mal einen Stand irgendwo. Also, die macht es schon richtig. Da macht ihr nichts falsch. Super nice. Mit Logoentwurf, Druck und Lieferung und alles hat, glaube ich, nicht mal eine Woche gedauert. Da ist nochmal eins Paradata-Shirt. Und dann habe ich nochmal eine Gondel als Shirt. Yo, geil. Schon nice. Und hier ist nochmal die Gondel. Die knicke ich euch jetzt so ab, dass YouTube nichts dagegen hat. So. Und das Lustige, siehst du, der Gondelmann hat lange Haare bekommen. Weil das natürlich ich bin. Naja, stilisiert. Darts-Gondel. Lustig, oder? Sehr nice. Jo, vielen Dank, Soja. Für die Shirts, die wir bezahlt haben, die sind nicht gesponsert. Ich sag's bloß, weil die Soja ist super nett und die macht auch wirklich coole Shirts. Da kann man sich ruhig mal dran wenden. Gell? Auch wenn man das dann zahlen muss. Ist halt so. Also danke Soja für die Sachen. Sehen super aus auf den ersten Blick. Ich hoffe mal nach dem ersten Waschgang sehen die immer noch super aus. Ich werde die auf links waschen und so weiter. Schauen, was in deinen Anweisungen da drin steht. So, da hängen die Sachen zum Trocknen. Tropfe. Plitsch, platsch. Super gut. Ja, und dann freue ich mich schon drauf, bald ein Video zu machen mit so einem Shirt an oder überhaupt mit so einem Shirt umzulaufen. Mal auf dem Dart-Turnier oder sowas. Saugeil. Dankeschön. Tschüssi.